Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Siedler 3 Gold Edition. Wir spielen die siebte römische Mission der Kampagne. Wir spielen gegen die Römer und gegen die Asiaten hier. Wir haben einen Glatzi, der endlich zaubern kann. Wusch. Ein Speer, Eisen, Stein, Gold. Finde ich super. Scheint sich zu lohnen. Was haben wir denn da? Noch eine Eisenschmelze. Schlachter machen wir fertig, die Schweinefarm machen wir fertig. Die Getreidefarm hat auch das Material da. Aber jetzt wird mal wieder angegriffen. Gleich mal den Turm hier vollsetzen. Dass der es immer wieder versucht hier. Verstehe ich nicht so ganz, aber wenn er meint. Na gut, das macht ihn glücklich. Jetzt haben wir hier auch noch einen Bogenschützen. Dann lagere ich die zwei aber nach vorne. Die sollen ruhig weiter vorne schießen. Wobei einer da. Einer da, einer da. Dann schießt der noch. Ja. So, das macht, glaube ich, mehr Sinn. Ja, das macht mehr Sinn. So. Da fehlt Stein, da fehlt Holz. Aber allgemein fehlt mir eigentlich nur Volk. Mir fehlt Volk. Hier wird ein Haus gebaut. Dem fehlt eine Axt. Dann müssen wir warten, bis der hier eine macht. Axt. Glatzi kann immer noch nicht zaubern. Armer Glatzi. Kräfte wieder an. Der Typ ey. Zack, erledigt. Ich meine ja gut, wirklich, wenn er meint, das macht ihn glücklich, dann darf er das natürlich so oft machen, wie er will. Ich sag da mal nichts dazu. So. Der hier wäre mir am nächstwichtigsten. Die Burg darf natürlich auch fertiggestellt werden. Ist mir egal, wer hier was zuerst fertig macht. Hauptsache. Da geht was. Was ist hier? Die Windmühle. Hatte ich die nicht schon mal markiert? Ja, wie dem auch sei. Glatzi, kannst du? Nee, Glatzi kann nicht. Ich kann aber aufwerten. Sehr schöne Sache. Aufgewertet habe ich. Getreidefarm, was ist das da? Ach, das ist Lager, ja, klar. Lager. Jetzt brauche ich noch irgendwas, um noch mehr Nahrung herzustellen. Ich meine, guck mal hier unten, da ist ja alles frei. Da kann ich ja noch mehr Getreide anbauen. Und mehr Getreide heißt mehr Nahrung, heißt mehr Krieger. So, machen wir das. Jetzt kommt ja wieder so ein komischer Priester anmarschiert. Finde ich nicht in Ordnung. Priester, die da anmarschieren, sind immer suspekt. Weil warum würde man einzelnen Priester losschicken, um hier so eine Meute aufzumischen? Ich finde das nicht. Ja, es hat ein Geschmäckle, wie man so schön sagt. Jetzt hat er mir die Tür eingeschlagen. So, liebe Waffenschmiede, liebe Eisenschmelzen. Liebe Erzminen, wie schaut's aus? Ich brauche Kohle. Wieso hat sich mein Essen wieder so verteilt? Was soll denn das?
Ich habe es nicht angerührt und es hat sich verstellt. Wieder ein Glatzi, so. Also es ist unerhört. Also das ist nicht in Ordnung. Heilt euch, Leute, heilt euch. Heilt euch, ihr auch. Komm schon, Jungs. Du noch. Du da. Ja, mit dir. Du nicht. Ihr zwei. Los, Jungs, hier. Zack. Du nicht. Du schon. Du nicht. Du schon. Das ist aber auch blöd, dass das immer so, ja, so ein Gefriemel ist, bis man da seine Leute drin hat. So, was wollte ich denn jetzt noch machen? Eigentlich nichts. Greift er da wieder an. Turm bitte voll machen. Direkt ins Lazarett, mein Freund. Hier, weg von denen. So. Oh, die Burg hat sich besetzt. Natürlich. Ja, die zwei Schwächsten. Natürlich. Ja, so wird es aber nichts mit der Burg. Dann können wir es uns schenken. Der da ist verletzt, die sind verletzt. Der da ist verletzt. Der da. Nicht der da und nicht der da. Zack. Komm, lass dich heilen. Komm schon. Lass dich heilen. Stattdessen hat sich einer heilen lassen, der nicht mal kaputt ist. Na gut. So. Jetzt. Schaut's aus, Bogen. Bogen. Sehr schön. Keine. Aber ich brauche wieder Kohle und Kohle fehlt mir wieder enorm. Warum fehlt mir die wieder so? Verrückt. Ja, die Nahrungsverteilung habe ich jetzt gepackt. Das passt auch alles. Da fehlt noch die Axt. Da fehlt aber noch die Kohle. Ne, die Axt habe ich hergestellt. Okay. Egal. Ich brauche Leute.
Leute sind immer gut, wenn man die hat. So. Glatzi, kannst du was? Nee, Glatzi kann nichts. Noch nicht. So, der Köhler läuft auch. Na, vielleicht noch mal einen Köhler dazu. Tut ja auch nicht weh. Und solange ich keinen Dingsbums brauche, ist es ja okay. Kein Holz, keine Bretter. Solange ich die nicht brauche, ist das in Ordnung, wenn ich die verheiz für Kohle. Behaupte ich einfach mal. So, guckt mal, hier drüben kann ich sogar noch mal was anbauen. So. Kein entsprechender Krieger in der Umgebung. Aber den Turm brauche ich doch gar nicht, da steht auch ein Turm daneben. Na gut. Was haben wir denn noch? Wir wurden angegriffen wieder. Oder nicht? Erstmal nicht. Ein Bogenschütze ist wieder fertig. Sehr schön. Hier oben bräuchte ich vielleicht noch was. Sowas, ja. So, dann können die auch was herstellen. Das läuft. Glatzi? Glatzi! Glatzi, Glatzi, Glatz, Glatz, Glatz. Eisen, Gold und zwei Speere. Ja, das ist okay. Das ist durchaus okay. Was baue ich da? Ja, stimmt. Stimmt, da war ja was. Da habe ich ja auch was gebaut. So. Noch mal eins bauen. Doch mal eine Fischerhütte vielleicht. Da hinten, ja. Warum nicht? Schadet nicht. Mache ich aber da das Ausrufezeichen weg, weil sonst vergesse ich das. Ich bin mir da nämlich sicher, dass ich sowas vergessen würde. So, der hackt hier noch fröhlich vor sich hin. Der hackt hier fröhlich vor sich hin, aber hier ist ja gar keiner, der hier rumhackt. So. Ein Wachturm. Wenn wir Glück haben, können wir das vielleicht direkt einnehmen. Das fände ich eigentlich gar nicht so schlecht. Dem fehlt Weizen, dem fehlt Weizen. Tja, da kann ich dir nicht weiterhelfen. So, die haben aus Stein, haben die das Holzgerüst gebaut. Merkt euch das. Kann auch nicht jeder. So. Nochmal Bogenschützen. Ja klar. Perfekt, die sind gerade ihr Gold wert einfach. So, jetzt kommen die Planierer. Können auch immer wieder das Material wegnehmen. Das ist eine Sache, die... Hey, das machen wir. Das hält die nämlich noch weiter auf. So. Ordentliche Sache, ordentliche Sache.
Aufwerten, sofort aufwerten. Was für eine Frage, da muss man noch nicht... Dass man das bestätigen muss, hey. Schade eigentlich. So, welcher davon wird zuerst fertig? Und zack, klaut ihm die hier, den Steinklauen. Zack. Und rüberbringen. Den Stein auch klauen. So. Das waren schon mal die ersten zwei Steine. Das läuft super. Die laufen, die nicht so, aber ein bisschen wird jetzt geschmolzen. Das ist eine gute Sache. Wir haben auch einen neuen Glatzi. Und gibt's da was? Nee, gibt's nicht. Ach ja. So, der nächste Turm ist fertig. So gut wie. So wie ich das sehe, kann ich dem auf ewig hier seinen Stein klauen. Und er wird nie auf die Idee kommen, da unten einen ja, okay, das ist jetzt nicht so nett, aber da sollte ich vorsichtiger sein. Schön, Jungs, irgendeiner von euch wird auch jetzt geheilt werden. So, schnappt euch mal die Bretter hier. Ich kann es nur aufhalten, nicht unterbrechen. Nee, verhindern konnte ich es jetzt nicht. Ja, wobei.
Ja, wie nice. Seht ihr, Leute, so geht das. Komm, heil dich. Super Sache. Es klappt alles so, wie es soll. Alles klappt. Glatzi? Glatzi! Glatzi kann was. Glatzi kann Gold. Glatzi kann Speere. Glatzi kann Eisen. So, schnappt ihr das mal. Genau. Ach komm. So. Hatte ich nicht aufgepasst und prompt kann der natürlich hier seinen Turm fast fertig bauen. Okay, Betonung auf fast. Okay, okay, okay. Okay, hier ist alles soweit vorbereitet. Da fehlt eine Spitzhacke. Das ist okay, weil der hier ist ja bald fertig. So, jetzt aber. Nee, nicht. Okay. Also doch, jetzt. So. Und dann kann der ja natürlich drüben gleich seine Arbeit aufnehmen. Da habe ich ja nichts dagegen. Und der bestimmt selber auch nicht. So, was sagen meine Jungs hier? Ein bisschen mehr. Der hat auch keinen Stein mehr. So. Ah, da gibt es ja dann den dazu. Nochmal ein Schwert. Geht hier noch was? Kommt schon, Jungs. Glatzis, ihr könnt auch nichts. Okay. Ja, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, in Ordnung, in Ordnung. So, da kommt ein Stein. Und damit auch der letzte seiner Art. Wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus. Ihr müsst schon rein. Dieser Turm kann momentan nicht abgerissen werden. Na dann. Reißen wir ihn halt nicht ab, momentan. Können wir ihn jetzt abreißen? Ha! Haha! Ah, da kommt eine Truppe. Kommt zurück, Jungs, kommt zurück. Zieht sie vor, die Bogenschützen.
Jetzt. Oh, nur weil ich euren Turm eingenommen habe, greift ihr jetzt so an. Super. Warum sind die so stark? Das ist keine rhetorische Frage. Warum sind die so stark? Hey, leck mich am Heck. Warum sind die so stark? Du sollst sie nur ablenken. 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 Hier, hilf denen. Immer weiter ablenken. Komm, lenk ab. Ups, okay, jetzt ist das vorbei hier. Ja, was machen wir jetzt? Ich brauche Soldaten. Dazu brauche ich Kohle. Dazu brauche ich Nahrung. Aber ich dachte, ich habe doch extra hier Nahrung hergestellt. Jetzt. Wo ist denn das Problem? So, lieber Bogenschütze, schieß. Jetzt kommt er wieder mit seinem Priester. Mir fehlt Kohle. Der Turm hier ist schon voll besetzt, hey. Das ist jetzt die Frage, was mache ich jetzt? Ich brauche einfach mehr Soldaten. Ja, die sind mega stark da, die Gegner hier. So, nehmt den auseinander. Den da genauso. Einfach auseinandernehmen. Sehr schön. Da geht wieder nichts. Warum geht da einfach nichts? Okay, das war gut. Liebe Waffenschmiedegemeinschaft. Okay, so verliere ich jetzt meine Soldaten. Indem die da nutzlos durch die Gegend rennen. Okay, super. Ja, so wird das nichts. Das wird auch nichts. So, wie ist denn hier mit Kohle? Ist auch wieder rückwärts. Wieso hat sich das wieder verstellt?
Goldschmelze soll ein bisschen weniger kriegen. Mensch, jetzt rennt er da wieder dran vorbei und der lässt sich nicht mehr steuern und überhaupt und blöd. So. Haben wir nochmal Platz für eine Köhlerei? Da haben wir nochmal Platz für eine Köhlerei, ja. Auf wen schießt der? Okay, da haben wir wenigstens einen reinbekommen. Das ist eine gute Sache. Da haben wir einen reinbekommen. So. Da sind Diebe unterwegs. Das sind die. Die kann ich auch wieder zu normalen Leuten machen. So. Diesmal lasse ich den hier seinen Turm bauen, wenn es ihn glücklich macht. Ich habe ja auch nichts zum Angreifen, deswegen lieber erstmal nicht. Glatzi, Eisen zu Gold. Ja, ist gerade die Frage, ob wir Eisen zu Gold verwandeln wollen. Wir könnten es eigentlich machen, aber das ist eine Frage für die nächste Folge. Wir sehen uns im Krieg. Ciao, ciao.